Dieser Kontrollverlust ist bis heute nicht beseitigt. Noch heute sind Hunderttausende Menschen im Land, von denen wir nicht wissen, wer sie sind. Manche sind ja mehrfach da, manche 20-fach. Und auch das können wir noch immer nicht verhindern, obwohl im vergangenen Jahr die Bundesregierung ein Gesetz gemacht hat. Der Bundesinnenminister hat im Januar diesen Jahres beim Kongress des Deutschen Beamtenbundes gesagt, das ist jetzt ausgeschlossen, dass jemand ins Land kommt, sich registrieren lässt, der muss dann seine Fingerabdrücke abgeben und deshalb ist dann ausgeschlossen, weil das ist gekoppelt mit dem zentralen Datenbestand und dann kann der nicht eine zweite Identität bekommen. Er hat dann mehr so in einem Nebensatz gesagt, das setzt natürlich voraus, dass die Kommunen über die entsprechenden Geräte verfügen. Heute wissen wir, dass mehr als 90% der Kommunen überhaupt gar nicht daran denken, sich solche Maschinen zu beschaffen. Das heißt, der Kontrollverlust dauert an und der Rechtsbruch auch. Wenn ich sage, dass damals gegen geltendes Recht verstoßen wurde, im Spätsommer des Jahres 2015 hat sich das nicht der Rainer Wendt ausgedacht. Wie kommt denn ein Polizist dazu? Der ist ja noch nicht mal Jurist. Aber wenn das der ehemalige Verfassungsrichter Udo Di Fabio feststellt, und er ist nicht der Einzige, dann steckt schon ein bisschen Kompetenz dahinter. Und dann darf man das so nehmen. Und auch der einfache Polizeimeister hat verstanden, wenn das, was wir sozusagen mit unserer Muttermilch als Polizistinnen und Polizisten aufgesogen haben, eine Kann-Vorschrift nicht besteht, sondern eine Muss-Vorschrift, dann gibt es da kein Ermessen. Und wenn im Gesetz drinsteht, dass diejenigen, die über sichere Herkunftsländer an die deutsche Grenze kommen, zurückgewiesen werden müssen, nicht können oder dürfen, sondern müssen, und dieses Gesetz durch Anruf aus dem Kanzleramt außer Kraft gesetzt wird, dann ist das ein klarer Rechtsbruch. Und dieser Rechtsbruch dauert nach wie vor an, daran ändern auch die Kontrollen nichts, die wir haben. Teilweise geschieht das jetzt anders. Und wenn Sie, lieber Herr Lauterbach, sagen, die gute Nachricht ist die, dass viele Menschen zumindest den Berufswunsch haben, den Wunsch haben, in den Arbeitsmarkt einzutreten. Ja, das ist schon mal eine gute Nachricht. Bezogen auf die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge ist damit aber verbunden, dass die Information an diese jungen Männer fehlt, dass um am Arbeitsmarkt teilzunehmen, man morgens aufstehen und zur Arbeit gehen muss. Denn dieser Wunsch ist damit nicht verbunden. Fußball spielen, Theater, Pilot, Ingenieur, das sind so die Berufswünsche, aber jetzt fangen wir mal mit dem Alphabet an. Das trifft alles jetzt ein bisschen auf Lebenswirklichkeit. Und ich weiß gar nicht, wie man auf die Idee kommen kann, zu glauben, dass Integration klappen könnte. Die kann überhaupt nicht funktionieren und ich will Ihnen auch sagen, warum, weil wir in Deutschland eindrucksvoll bewiesen haben, dass wir es nicht können. Und wer das nicht glaubt, den lade ich herzlich nach Berlin ein oder nach Bremen oder ins Ruhrgebiet oder ins Rheinland. Da integrieren wir seit 30 Jahren. Allein Berlin hat etwa 20 arabische Großfamilien, davon 12 hochkriminell, ein Personenbestand von einigen tausend Menschen. Rauschgift, Menschen, Waffenhandel, das ganze Programm der organisierten Kriminalität, perfekte Parallelgesellschaften mit Kinderheirat, Zwangsverheiratung, sogenannten Ehrenmorden, Genitalverstümmelung, das ganze Programm. Nicht seit 2015, meine Damen und Herren, sondern seit 30 Jahren. Da lebt nicht eine, ich habe ja das Beispiel von der Französin vorhin mit großem Interesse gehört, da wohnen ganze Familien, die kein Wort Deutsch sprechen. Und Frauen, die im Übrigen gar nicht allein auf die Straße gehen dürfen und die natürlich kein Wort Deutsch sprechen. Das haben wir also schon gründlich vermasselt. In einigen Stadtteilen in Berlin gilt sogar eine eigene Straßenverkehrsordnung. Es gibt Sondergerichte. Und wir sagen, naja, so ein bisschen geht's schon. Wir dulden immer mehr. Berlin hat in seiner Verzweiflung in der letzten großen Koalition noch beschlossen, das mit den Kopftüchern in der Schule und im öffentlichen Dienst lassen wir nicht zu. Das stört die Gerichtsbarkeit überhaupt nicht. Seit wann müssen sich Gerichte an Gesetze halten? Auch das haben wir schon außer Kraft gesetzt.
Und Gerichtsurteile werden natürlich akzeptiert, sofern sie uns gefallen. Wenn nicht, dann werden sie ignoriert. Und auch das gibt es. Sie haben ja dankenswerterweise die Situation auch der Polizei in der Hauptstadt angesprochen. Das heißt, Deutschland hat sich in den vergangenen 30 Jahren nicht nur diesem Auftrag der Integration, ich komme noch darauf, wessen Auftrag das eigentlich ist, sondern auch dem Umstand entzogen, den Staat auf diese Situation überhaupt vorzubereiten. Wie man auf die Idee kommen kann, zu sagen, wir schaffen das bei den staatlichen Strukturen, die wir haben in Deutschland, ist mir allerdings schleierhaft. Denn jetzt muss in aller Hektik nachgebessert werden. Herr Lauterbach hat ja die Zahlen genannt, der Beschäftigten. Und natürlich gibt es eine große Koalition. Aber lieber Herr Lauterbach, vor allem gibt es eine große Koalition der Geldempfänger. Eine große Koalition einer rasant wachsenden Sozial- und Flüchtlingsindustrie, die die Taschen weit geöffnet hat und viel Geld kostet. Und auch das wird uns noch auf die Füße fallen, weil es die Menschen nicht akzeptieren. Zum Beispiel nicht akzeptieren, dass wir für einen Schulplatz an einem Elite-Gymnasium am Bodensee 3.800, knapp 4.000 Euro berechnen. Für einen Platz in einem Pflegeheim so 4.500 Euro. Für die Unterbringung eines minderjährigen unbegleiteten Flüchtlings zwischen 8.000 und 12.000 Euro. Da hört sich das dann spannend an in einem Bericht. Das habe ich mir ja nicht ausgedacht, sondern das erzählen diejenigen, die dort arbeiten. Wandern, ab und zu mal ein Reitkurs, Kampftraining, immer ganz wichtig bei unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen. Die kommen ja eher als ungeübte Straßenschläger her, die müssen wir zu perfekten Totschlägern ausbilden. Und alles das in einem guten Ambiente natürlich, mit einem Betreuungsschlüssel von 1 zu 2, in besonderen Fällen auch 1 zu 1. Das gefällt uns richtig gut und da gefallen wir uns auch richtig gut. Aber wissen Sie, meine Damen und Herren, die Leute werden das trotzdem nicht akzeptieren. Und zwar deshalb nicht, weil wir in unseren Pflegeheimen nachts eine unterbezahlte Nachtschwester für 50 Menschen beschäftigen. Deshalb akzeptieren die Leute das nicht. Weil sie sagen, das kann doch wohl nicht sein, dass diese riesige Diskrepanz da ist und das schadet der Integration. Und es schadet auch der Integration, dass diejenigen, die dort arbeiten und sagen, das muss alles so sein, wir bespaßen die hier den ganzen Tag, sagen, wir wissen, dass die gar keine Jugendlichen sind. Wir wissen, dass so mindestens ein Drittel gelogen hat. Und weil wir das wissen, wollen wir es gar nicht wissen. Das heißt, wir prüfen es gar nicht erst. Durch ziemlich einfache Verfahren wäre es möglich, zu überprüfen, ob die Angabe stimmt, dass jemand 16, 17 oder 26, 27 ist. Aber das prüfen wir nicht, und zwar nirgendwo, weil wir genügend Geld noch haben, um Menschen damit zu beschäftigen, diese Spaßprogramme dann zu gestalten. Und die Betreuer selber sagen, naja, irgendwann sind dann ja auch 2 Jahre rum. Also irgendwann kann auch der beste 25-Jährige, der uns erklärt hat, er ist 16, nach 2 Jahren ist auch der 18. Dann ist er aber in Deutschland immer noch nicht erwachsen. In Deutschland bestimmen diejenigen, die in ihren Unternehmen davon leben, dass der betreut wird, dass da weiterer Betreuungsbedarf besteht. Also ich bin kein Unternehmer, meine Damen und Herren. Aber so ein Unternehmer wäre ich gerne. Dass ich selber bestimmen kann, wo die Kundschaft herkommt und wie lange sie bleibt. Das ist doch alles unfassbar und unfassbar teuer auch.